Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Heute zeige ich euch, wie ich diese Fasstorte gemacht habe. Ich habe einen Wunderkuchen gebacken, gefüllt mit einer Zartbitterganache und dann eingestrichen mit einer Zartbitterganache. Und los geht es! Den Wunderkuchen habe ich in 18er und 20er Formen gebacken und dann schon mal aufeinander gestapelt. Das Rezept dafür schreibe ich euch unten in die Infobox. Für den Wunderkuchen habe ich ja schon ein Video gedreht und dann geht es jetzt ans Befüllen. Und ansonsten könnt ihr das Rezept auch auf meiner Internetseite www.candy-cake.de nachlesen und dort auch dann ausdrucken. Ich befülle jetzt den unteren Boden mit der Ganache, lege dann den nächsten Boden drauf und dann befülle ich wieder mit Ganache und dann so weiter, bis ich dann komplett gestapelt habe. Und dann stelle ich ihn erstmal für eine Stunde im Kühlschrank, dass er gut durchgekühlt ist, damit man auch gut zuschneiden kann. Sonst, wenn er nicht richtig gut durchgekühlt ist, dann wackelt es zu arg und man hat keinen guten Stand, dass man das auch wirklich gut schneiden kann. Das Rezept für die Ganache zum Befüllen und zum Einstreichen schreibe ich natürlich auch unten in die Infobox. So, der Kuchen war jetzt für eine Stunde im Kühlschrank, die Ganache ist jetzt schön fest und jetzt geht es auch ans Zuschneiden. Jetzt müsst ihr halt allerdings gucken, wie ihr die Form dann von dem Fass dann auch gut hinbekommt und halt so lange rumschneide, bis ihr dann auch zufrieden seid. Mit meinem Ergebnis bin ich jetzt mal zufrieden und jetzt trage ich die erste Schicht Ganache auf. Die erste Schicht Ganache muss ja nicht zu glatt sein, die dient ja hauptsächlich dazu, erstmal um die Krümel zu binden. Und wenn ich die dann soweit eingestrichen habe, kommt sie erstmal wieder für eine halbe Stunde bis Stunde in den Kühlschrank, sodass die Ganache da schön fest ist und dann kommt die zweite Schicht drauf, um sie dann auch schön glatt zu machen. Erste Schicht Ganache ist nun drauf und jetzt wandert sie erstmal wieder in den Kühlschrank. Der Kuchen ist jetzt gut durchgekühlt und jetzt kommt auch schon die zweite Schicht Ganache drauf. Wenn die zweite Schicht dann glatt genug ist, wandert sie dann erstmal wieder in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit, wenn die Torte am Durchkühlen ist, bereite ich meine Kuchenplatte vor. Ich habe hier für grauen Fondant mir ausgerollt und möchte ein Muster auf die Tortenplatte machen, wie aussieht wie ein Steinboden und habe hierfür eine Vorlage genommen und die lege ich gerade auf den Fondant drauf und gehe dann mit meinem Rollstab drüber. Man kann aber auch mit der Hand drüber fahren und das Muster reindrücken. Funktioniert manchmal auch besser, da man mit dem Rollstab auch schnell abrutscht, weil es einfach zu glatt ist. Ja, das sieht man es auch, bin ich gerade abgerutscht. Ich pinsel mir dann gerade meine Kuchenplatte mit Zuckerkleber ein und lege den Fondant drauf und schneide dann den überschüssigen Fondant gerade ab. Ich habe hier beziehungsweise keine Kuchenplatte genommen, ich habe hier einen großen Pizzateller genommen, weil der genau die optimale Größe hatte dafür. Jetzt fangen wir an mit dem Eindecken der Torte beziehungsweise mit der Vorbereitung. Als erstes fangen wir an mit dem Deckel vom Fass. Hierfür habe ich braune Fondant ausgerollt und da habe ich mir auch so eine Strukturmatte genommen, die ich mir jetzt wieder in den Fondant einpresse, die Struktur. Als nächstes nehme ich mir die Boden von meiner Backform, da die genau die Größe hat von dem Fassdeckel und schneide mir das gerade aus und daraus schneide ich mir dann meine Fassbretter, die ich dann erstmal zur Seite lege, um etwas anzudrücken, dass sie stabiler werde.
Dasselbe wie beim Fassdeckel mache ich jetzt auch an den Seiten und habe mir hierfür wieder braunen Fondant ausgerollt und presse hier wieder die Strukturmatte rein, dass ich das Holzmuster bekomme. Und dann schneide ich mir wieder Holzlatten aus. Bevor ich die Latten ausgeschnitten habe, habe ich mir Frischhaltefolie draufgelegt, und zwar, dass es weiche Kanten gibt zum Schneiden. So sind die Kanten etwas abgerundet, und wenn man die noch nachher an die Torte ansetzt, dann sitzen die nicht wieder genau Kante an Kante genau dran, sondern die haben eine leichte Abrundung. Deshalb lege ich immer Frischhaltefolie drauf, dass es eine weiche Kante gibt. Hier schneide ich mir jetzt die Holzlatten zurecht, habe mir dafür ein Maßband zur Hand genommen und habe zuvor die Torte abgemessen, wie lang die Latten circa sein sollten. Wenn ich mir dann alle Teile zurechtgeschnitten habe, stelle ich sie dann circa für 15 bis 20 Minuten zur Seite, dass sie etwas antrocknen können, bevor ich weitermache. Die Teile sind jetzt alle etwas angetrocknet und jetzt können wir loslegen mit dem Eindecken. Als erstes decke mal den Deckel ein und dazu bestreiche ich erstmal die Torte mit etwas Zuckerkleber und dann fange ich an, die einzelnen Teile von dem Fassdeckel aufzulegen. Wenn man das dann soweit habe, geht es ans Eindecken der Seiteteile. Auch hierfür streichen wir erstmal die Torte mit Zuckerkleber ein, dass der Fondant auch gut hält. Und jetzt befestige mal alle einzelnen Latte nach und nach an der Torte, bis wir einmal komplett drumherum sind. Durch das, dass der Zuckerkleber drauf ist, lässt sich davon dann auch wirklich gut nochmal schön rutschen, dass wenn die Latten nicht schön aneinander liegen, kann man die dann wirklich gut aneinander rutschen. Wenn man dann alle Teile an der Torte befestigt habe, schneide man erstmal den überschüssigen Fondant oben ab. Und versäubern das schön, dass es auch wirklich einen schönen Abschluss gibt und keine franzige Kante. Da mir die Strukturmatte noch nicht genug Holzstruktur gegeben hatte, bin ich dann nochmal mit meinem Tool drüber und habe noch mehr Fasern in den Fondant eingeritzt, so dass es noch mehr Tiefe gab. Damit das Holz jetzt auch wirklich noch Struktur bekommt, habe ich Puderfarbe genommen und gehe hier jetzt mit dunklem Braun drüber und puder das Ganze in den Rille ein. Wichtig ist allerdings hierbei, dass der Fondant komplett trocken ist. Wenn der anfängt mit Schwitze, geht es nicht mehr. Ich habe auch überlegt gehabt, ob ich es mit Airbrush mache. Das Problem ist, wenn ich jetzt mit Airbrush das gemacht hätte, hätte ich es in eine Box stellen müssen und dann wäre das mit dem Filmen schwer gegangen. Und dann hättet ihr nicht mehr so viel gesehen. Und wenn ich es im offenen Raum mache, dann wäre mir die ganze Farbe, hätte sich dann im Raum verteilt. Hätte ich jetzt auch nicht so optimal gefunden. Daher habe ich jetzt die Variante gewählt mit dem Pudern. Aber wie ihr seht, es funktioniert wirklich einwandfrei. Ihr müsst allerdings wirklich einen ganz trockenen Fondant haben. Sonst schmiert euch die Farbe, es wird dann nicht schön. Da müsst ihr wirklich drauf achten. Und dann bin ich erstmal mit ganz dunklem drüber gegangen und in die großen Rillen rein, wie ihr seht. Und ja, und dann später bin ich mit einem größeren Pinsel drüber, mit einem breiteren und weniger Farbe und habe das Ganze nochmal abgepudert.
Hier habe ich mir jetzt etwas schwarzen Fondant ausgerollt und meine Buchstaben schon drauf gesetzt, die ich jetzt ausstechen werde. Das ergibt mein oder das wird mein Schild, was noch an der Torte befestigt wird, das ich mir jetzt auch noch in Form bringen werde und dann auch noch zum Trocknen auf die Seite stelle. Hier stelle ich jetzt die Torte auf meine Platte. Ihr solltet dabei unbedingt Handschuhe tragen, sonst habt ihr die Abdrücke von euren Händen auf der Torte drauf und verschmiert auch die Farbe. Um das Fass jetzt auch das endgültige Aussehen vom Fass zu geben, kommt jetzt auch so rum noch die Eiseteile außenrum und dafür habe ich mir wieder schwarze Fondant ausgerollt und Streifen ausgeschnitten, die ich jetzt um die Torte rum befestige. Hier nehme ich jetzt mir mein Schild wieder zur Hand. Da ich möchte, dass das silberfarben wird, werde ich das jetzt noch silber einpudern und dann werde ich das an der Torte befestigen. Und so sieht die Torte nun fertig aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich super freuen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann holt jetzt doch bitte nach und besucht mich doch auf Facebook oder Instagram. Und dann hoffe ich, dass ihr das nächste Mal wieder mal mehr einschaltet. Also, bis dann. Tschüss.